Hi, in diesem Video stelle ich euch das Zion Crane 2 vor. Wir haben einen netten Koffer, den wir dazu geliefert bekommen, aus Hartplastik. Zum Transportieren rentiert sich's eher weniger, weil es doch ziemlich groß ist, aber werdet ihr gleich sehen. So, ausgepackt haben wir erstmal hier einen Tragegurt, der ist unnötig dabei. Dann haben wir hier die Baseplatte, wo wir unsere Kamera drauf fixieren können. Dann hier das Ladegerät, das mit einem Mini-USB ausgestattet ist, was sehr praktisch ist, da man unterwegs laden kann. Und die drei Batterien, die wir in das Gimbal reinstecken. Dann haben wir noch einen kleinen Tripod dabei. Das ist ganz hilfreich. Den können wir unten an den Gimbal dran stecken. Dann das Gimbal an sich. So, hier haben wir noch eine kleine Box und drinnen befinden sich etliche Kabel, mit denen wir unsere Kamera verbinden können und dann auch vom Gimbal aus steuern können. So, unten aufgeschraubt, legen wir mal die Batterien rein. Der Gimbal hält ewig lang. Also ich war eine ganze Woche in Italien und habe da ziemlich viel gefilmt, jeden Tag mindestens 2-3 Stunden und der hat eine ganze Woche gehalten, also der hält wirklich, wirklich lang. Gucken wir uns den Gimbal mal genauer an. Er ist aus einem gebürsteten Aluminium, was sehr hochwertig wirkt. Hier sind die Bedienelemente zu sehen. Wir haben ein Drehrad an der Seite, wo wir den Fokus der Kamera einstellen können. Dazu brauchen wir aber ein Follow-Focus-System, das wir an die Kamera anschließen können. Zum Joystick kann ich sagen, der gefällt mir nicht so sehr, weil der ist ziemlich wackelig und auch nicht so präzise, muss ich sagen. Also es fällt schwer, damit die Kamera zu bedienen. Das hätte man vernünftiger lösen können mit einem besseren Joystick. So, die Basisplatte haben wir jetzt an die Kamera befestigt und nun führen wir das in den Gimbal ein und balancieren das. Das dauert am Anfang etwas, aber wenn es einmal balanciert ist, dann sind die Einstellungen fix und es ist wieder schnell einsatzbereit. Mit dem mitgelieferten Kabel können wir die Kamera verbinden mit dem Gimbal und dann können wir auch vom Gimbal aus die Kamera starten oder stoppen. Der Gimbal bietet drei Modis. Zum einen bietet er den Modus, dass die Kamera in einer Richtung fokussiert ist. Also egal wie wir den Gimbal heben, die Kamera zeigt nur eine Richtung. Zum anderen kann man einstellen, dass der Gimbal alle 360 Grad Bewegungen auf die Kamera überträgt und somit smooth Shots gelingen. Der letzte Modus nennt sich Poe und da kann man auch die Kamera schwenken um 45 Grad in beide Richtungen, was auch sehr cool aussehen kann. Natürlich kann man den Gimbal per Bluetooth verbinden und dann den Gimbal fernsteuern vom Handy aus. Hier können wir auch diverse andere feine Einstellungen tätigen, wie zum Beispiel die Sensibilität der Motoren oder Joystick. Wie schon am Anfang erwähnt, kann ich den mitgelieferten Koffer nicht empfehlen, da der einfach viel zu globig ist und man so portabel nicht wirklich ist. Außer man geht jetzt zu einem Dreh und man fährt mit dem Auto hin, dann hat man genug Platz. Ja, der Gimbal an sich wiegt knapp 1,7 Kilo, was schon ordentliches Gewicht ist. Wenn man das jetzt in Verbindung mit meiner Kamera setzt, die 900 Gramm wiegt, kommen wir auf ein stolzes Gewicht von 2,6 Kilogramm. Ja, und das ist auch der größte Negativpunkt an der ganzen Sache, finde ich. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Gimbal wirklich gut verarbeitet ist und macht den Job auch wirklich sehr zuverlässig, ohne Fehler. Dazu kommt auch die gute Akkulaufzeit dazu. Mit 18 Stunden ist das wirklich exzellent. Was natürlich auch positiv ist, dass wir Kameras bis 3,2 Kilogramm drauf stecken können, was so ziemlich alle gängigen Kameras betrifft. Ja, und die Videos sehen einfach wirklich klasse aus, wenn man es mit einem Gimbal filmt. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass der Gimbal wirklich sehr schwer ist. Das fällt einem sehr früh schon auf. Und das ist auch tatsächlich der größte Negativpunkt, der mir bei diesem Gimbal auffällt. Er hätte einfach kleiner und kompakter sein können.
Was auch nicht so geschickt gelöst wurde, ist, dass dieser hintere Motor direkt vor dem Display sitzt und man das Display nicht richtig ablesen kann. Diesen Motor hätte man auch etwas tiefer setzen können, wie zum Beispiel bei DJI Run S. Da kann man das Display viel besser ablesen. Und der letzte Punkt ist der Preis. Der schwankt von 500 bis 800 Euro, was ich etwas zu viel finde. Ich packe euch mal den Amazon-Link rein. Da kostet er aktuell 525 Euro. Ja, das war's von diesem Review. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.